Mist! Da drücke ich gerade auf den Aufnahmeknopf, da kommt der Typ. Sackgesicht, oder? Stirbt jetzt. Wie? Der hat einen Pfeil in die Fresse gekriegt und stirbt nicht. Was ist das für einer? Oh, oh. Brenne! Ja. Will jemand Soldat am Spieß? Halt, nimm mit. Nimm mit. So. Hopp. Da ist doch noch was bestimmt. Siehst du? Immer nachgucken. Geocaches, jawohl. Stacheldraht. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Ja, wir sind ja auch in der Nähe von Japan. Natürlich ist es japanisch. So, da drüben ist der Funkturm. So, nimm mit. Und los geht's. Es ist eiskalt. Ein Buch. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Ich weiß nicht, was ich von diesem Messias halten soll. Für das Ritual? Vermutlich. Heute Nacht 5 Uhr. Was ist das? Ist das eine Schlange? Komm. No one leaves. Kann ich was damals machen? Nee. So, komm näher da durch bitte. Gut. Jawoll. Da war ich schneller. Das waren doch definitiv nicht alle. Ich muss mal auf die Toilette. Obwohl, nee, ich gehe lieber nicht. Das sieht so ekelhaft aus. So, kann man anzünden? Nein. Können wir noch was mitnehmen? Nein. Halt! Ah. Kann doch anzünden. Ich weiß nicht, ob das hier im Feindgebiet so... schlau wäre. Hm.
So, dann gehen wir da dann wieder zurück. Das waren doch nicht alle. Ich bin sicher. Strich an der Wand, ja, das war definitiv. Ah, deswegen die Fackel. Gut, das hole ich mir natürlich. Was auch immer das ist. Ich denke mal, das ist einfach irgendwie so eine Flagge von den Truppen, die hier sind. So, brenn ab das Scheißding. Ungläubiger. Eine von fünf. Das. Mann. Ich brauche mal Nahkampfskills. Cool. Niemand geht. Ich glaube, ich muss die Generatoren zerstören. Sieht nicht so aus. Ah, schau mal da. Wohin damit? Das Glas sieht zerbrechlich aus. Ah, da hinten. Vorsichtig. Zack. Hier können wir nichts machen, hier können wir nichts machen, da können wir nichts machen. Hier können wir aber was machen. Wohin? Scheiße. Schnell darüber. Da ist das Gas nämlich noch nicht. Ah, ich habe eine Idee. Oh, Alter. Das gab einen Rums. Wo ist der? Da ist er. Beende es. Bitte. Bitte. Töte mich einfach. Nee, mache ich nicht. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall
ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Wahre Worte, mein Freund. Wahre Worte. So, nimm mit. Cool. Jetzt, Licht an! Ha! Ich komm und hol dich! War sehr ungenau. So, jetzt sieht man wieder was. So, nimm mit, nimm mit, nimm mit, nimm mit, nimm mit, nimm mit, alles mitnehmen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hätte auch einfach dahin schießen sollen. Nee. Hier ist eine Feuerstelle. Ich glaube, hier ist irgendwo wieder eine Flagge, die wir abbrennen können. Aber ich sehe sie nicht. Da ist sie. Da hat noch was geblinkt. Ah, Lara. Ein Geocache. Jawohl. So, dann laufen wir mal da weiter. Halt. Nimm mit. Zack. Auf. Sorry, die muss noch mit. Dann haben wir ja schon fast alle. Ob ich es schaffe, das 100%ig durchzuspielen, weiß ich nicht. Ich glaub's eher nicht. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann... du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Oh. Ja, und da hochgammeln wir dann mal in der nächsten Folge, ne? Schneit. Scheiße. Die rennt am Top rum, die ist einfach nur krank. So, hallo nochmal und ja, danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik und so weiter immer erwünscht. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst klick auf YouTube und du kommst auf meinen YouTube-Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Oder auf Twitter, dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite. Na, und das gleiche auch mit Facebook. Ja, auf Twitter wird auch noch jeden Tag eine Folge veröffentlicht. Also es wird eine Meldung geben. Das Video ist jetzt online und wenn du bei Twitter zufällig bist, kannst du auf Follow klicken und dann verpasst du auch kein einziges Video, wenn ich welche hochlade.
Oder halt ein Abo bei YouTube, dann verpasst ihr natürlich auch nichts. Und bei Facebook. Facebook ist zum größten Teil da, um einfach nur zu sagen, ja, hier sind wichtige Infos oder sowas, ne? Ja. Und halt rechts unten, Profit, so heiße ich. Nicht verwechseln, ne? Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Video oder was auch immer.